You weren't just a victim. You wanted to hurt people. Maybe you still do. Okay, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectrum Retreat. Etwas Doofes ist passiert. Nach der letzten Aufgabe 501, die wir abgeschlossen haben, habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich weiß. Doof. Allerdings habt ihr jetzt nicht so viel verpasst. Das Einzige, was war, man hat noch ein paar Farben getauscht, konnte sich auf den Kopf drehen, ist so gesehen auf dem Kopf der Subway, ihr wisst schon, man hat sich gedreht. Und dann ist man eigentlich an der Decke gelaufen, um dann dorthin zu kommen, wo man eben ohne Teleport nicht hin konnte. Und dann hat man eigentlich das Level abgeschlossen. Also von daher nichts Wichtiges verpasst. Wir haben jetzt Zugriff zum Dach gewährt bekommen. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich einen neuen Tageszyklus anfangen, schätze ich mal. Denn wir sind wieder in der ersten Etage. Und hier ist ja unser Zimmer. Also keine Angst, ihr habt nichts Spannendes verpasst. Alles gut, nichts Wichtiges. Schlaf gut. Ich weiß, ich bin manchmal etwas verpeilt. Tut mir leid. Ist das möglicherweise der letzte Morgen, den wir hier aufwachen? Könnte sein. Die Tür ist schon offen, komischerweise. Freitag, der 20. Mai. Wie immer. Das fällt mir erst jetzt auf, dass hier ein Hoodie mit Kapuze ist. Könnte also gut sein, dass wir wirklich der Typ sind. Der Jack Matthews ermordet hat. Ich möchte da nicht schauen gehen, was das für eine Tür ist. Okay. Nee, lass mal. Lass mal lieber sein. Okay, den Aufzug können wir rufen. Ja, gut. Ich gehe schauen. Wir werden die ganze Zeit beobachtet. Matthews. Right. Crow. You blame them for your son's death. Matthews is dead, right, and Crow. They were next. That's why she put you in here. Maddie found out what you were planning, and this. And this last person. It's you, isn't it? These assets, the QA keys, the clues, the ones that have been modified from within the simulation and remained despite the cycle resets, those were from you. You've done this before. You've gotten this far before now, haven't you? But you've never left. You needed to forget, but you were compelled to free yourself time and time again. Okay, wait. Crow ist ja der, was ist der, nicht Präsident, sondern Gouverneur. Und wahrscheinlich hat der damit zu tun, dass wir dass das Hospital unseren Sohn nicht aufgenommen hat, beziehungsweise wir nicht die Rechnung bezahlen konnten.
dass wahrscheinlich mit der Zeit zu teuer wurde und irgendwas, wie was da mit der Versicherung zu tun hatte. Und Mr. Wright ist der Doktor, der unseren Sohn hier behandelt hat. Und wir haben beide umgebracht. Und Mary ist unsere Frau, die uns hier reingesteckt hat. Holy moly moly moly. Mitarbeiter 237. Also könnte es eigentlich auch sein, dass wir Mitarbeiter 237 sind? Denn wir sind hier ewig drin. Naja, sind nur so Thesen von mir, keine Ahnung, ob das alles wirklich stimmt. Aber gut, ich habe verloren. Ich hätte wissen müssen, dass wenn es um so viel Geld geht, die maximale Aufnahme Vorrang hat. Nächste Woche soll ich das Büro verlassen und mich nie wieder blicken lassen. Meine Reise ist hier zu Ende. Ich dampfe diese Protokolle in die Konstruktionsengine. Mal sehen, wie sie sich da drin bemerkbar machen. Wenn Sie das hier lesen, müssen Sie protestieren. Spectrum ist korrupt durch und durch. Ich verlasse mich jetzt auf Sie. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht erwischt wird. Dass sie nicht erwischt wird. Mein Name ist Cameron Worrell. Und wir wurden die ganze Zeit wieder beobachtet. Oder ich habe Leute beobachtet. Ich check's nicht. Spectrum Form 86D. User Evaluation Form. Department Retreats and Simulations. Benutzerdetails. Name der Simulation. The Penrose. Benutzername Alex. Referenznummer. Extraktionszeiten 26, 16, 50, 32. Sind das echte Zeiten? Wenn ja, wäre das doch nice. Zweite Etage, dritte Etage, vierte Etage, Leistungen gestorben, 16. Wait. Das sind wirklich alles meine Daten. Ich bin 16 Mal gestorben und 18 Mal habe ich was wiederholt. Könnte das wirklich wahr sein? Bewertung, Aussehen, Hygiene 1. Stabilität 2. Verhalten 3. Stimmung 2. Einblick 4. Zurückgelegte Entfernung 37,9 Kilometer, Sprünge 238, Farbtransfers 1330. Additional Comments. Verhalten zunehmend argwöhnisch, besonders ausgeprägt am Morgen. Scheint sowohl visuelle als auch auditive Halluzinationen zu erfahren. Sehr besorgniserregend. Äußerst ungewöhnlich. Der Gute muss diese Misere einfach irgendwie abschütteln. Ich fürchte, er könnte vorschnell handeln. Do not under any let me leave the ever I will try. Okay. In die fünfte Etage. Ne, aufs Dach, genau. Den Fahrstuhl habe ich ja schon gerufen. Aufs Dach. Los geht's. Das weiß ich selber nicht. Huiuiui. Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Wow. Sieht schön aus. Good morning. It's good to see you well. And look, the weather really has picked up, hasn't it? As you'll likely recall, we've had this conversation several times before. This bespoke hotel experience has been built around you and your needs. You rejected the simulation when it was full of guests and entertainment. So we adapted to your needs. You were put in here to save the others. To save you. It is my duty and my privilege to ensure your needs are met. You suspect you are a murderer,
and that if you leave, people will die, including you. And so you chose to remain for all these years. I thought you were just a grieving parent. I thought Maddie betrayed you, trapped you in here. I never knew. Every time you have discovered who you are, you've made the right decision. Together, we've kept the world safe from you and kept you safe from the world. It's always a choice. You can choose who you'll become. You don't have... No one has to die. As ever, all I need is your say-so. At your command, we can go back inside. You can do the right thing and forget all this pain. Alex, what you saw, that's not who you are. That's not who you have to be. That's who you were. The choice is yours. Leave or stay. What? Okay. Die Vermutung war also doch irgendwie richtig. Wir haben die zwei Leute umgebracht, den einen vor die U-Bahn geschmissen und den anderen der Doktor vergiftet. Ich glaube, es war der Doktor. Und wir sind hier geblieben, um alle anderen vor uns zu schützen. Ich könnte jetzt gehen oder auch hier bleiben. Also gehen jetzt die Türen hier zu, wenn ich hier reingehe. Nicht, ne? Aber ich könnte wahrscheinlich hier bleiben und gehen. Was ist die richtige Entscheidung? Maddie hat mich hier reingesteckt. Verlassen. Ich bin Jahre für Jahre im Penrose Hotel geblieben. Und ich rutsche von magischer Hand die Treppe herunter, ohne mich zu bewegen. Ich habe übernatürliche Kräfte. Ich muss ganz kurz was machen. Perfekt. So. Kurzes Thumbnail gemacht. Muss das sein für die letzte Folge. Ich würde sagen, ich habe mich geändert. Ich habe genug Jahre hier drin verbracht, um zu sehen, wer ich wirklich bin. Von daher, ich verlasse ein für alle Mal das Penrose Hotel. Das war's. Ciao mit V. Vielen Dank für dieses Erlebnis. Bye bye. What have I done?
No user found. Was passiert nun mit mir? Das war The Spectrum Retreat, a game by Dan Smith. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für diese Reise mit mir zu machen. Vielen Dank fürs Rätseln, fürs Kniffeln. Das war vielleicht ein wirklicher Brainfuck. So, das war's mit dem Spectrum Retreat. Wir haben es geschafft. Finally. Das war vielleicht eine wirklich anstrengende, rätselhafte Reise. Es war wirklich schön, aber auch sehr strange. Und was mich jetzt interessieren würde: Was wäre passiert, wenn ich geblieben wäre? Hätte das irgendwie Folgen gehabt? Hätte man weiterspielen können und alles wieder von vorne machen? Das werden wir nie erfahren. Was passiert wäre, wenn? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ciao mit V. Tschüss.